Ganz in Pink, Gigi Hadid macht sogar den Barbie-Look cool. Montagsmüdigkeit? Nicht mit Gigi Hadid, 22. Obwohl auch in der Modehauptstadt New York längst der Herbst eingekehrt ist und laue Winde von eisigen Temperaturen ersetzt wurden, lässt es sich das Topmodel nicht nehmen, optisch an wärmere Jahreszeiten zu erinnern. Für einen Auftritt in der Todai-Show kramte die schöne Blondine offenbar besonders tief in der Kleiderkiste und präsentierte stolz ihre neue und besonders farbenfrohe Glitzer- und Glamour-Robe. In den Straßen von New York ließ sich die schöne Freundin von Zayn Malik, 24, in einer besonders schönen Kombination von der Sängerin Nina Ricci ablichten, fliederfarbene und transparente Spitzenbluse, mehr Jungfrauenrock mit fetzigen Details und, wie sollte es anderes sein, Pumps in schwarz-rosa. Kiez dürfte bei diesem luftig leichten Anblick neben Schnupfengefahr vor allem eines in den Sinn kommen, erinnert in ihrem sommerlichen und farbenfrohen Aufzug tatsächlich etwas an die kultige Barbie-Puppe. Wenn es eine tragen kann, dann sie. Im Interview mit Gü löste sie ihre für sie doch eher ungewöhnliche Kleiderwahl später auf und hatte für ihren Griff zum Pink eine besonders leichte Erklärung: Es ist eine coole Farbe, ich finde, vor allem vor dem grauen Himmel. Wie findet ihr den Look? Stimmt in der Umfrage ab. Tipps für Promiflas? Einfach E-Mail an tipps@promiflas.de.